klar. So, weiter geht's heute. Scheiße, Alter. Muss ich alles nochmal ändern? 600, okay, das ist soweit okay. Du solltest nachts auf den Straßen sein. Vergiss nicht, du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. Nee, jetzt mal Kohle verdienen. Erstmal brauchen wir ganz viel Geld. Das dauert jetzt wieder. Ich hab gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Das heißt, du meinst es ernst. Sonst wäre ich wohl kaum hier. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Proll vom ersten Abend? Seine Crew, die Speed Boys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihm, was wir drauf haben. Ah, die kann ich auch nicht fahren, okay. Dann fahren wir es mal dahin. Können eigentlich unser Auto weiter aufmotzen, aber wir müssen halt Kohle verdienen dafür. Sonst kommen wir hier nicht wirklich weiter. Und irgendwann fangen wir. Aber. Hey, Lukas hier. Bist du beschäftigt? Nein, ich nehme mir alles wieder Zeit. Das freut mich. Es ist nämlich so: Die Leute denken bei Palm City immer nur an Downtown und den Strand, aber das ist bei weitem nicht alles. Geh auch mal vom Gas, genieß die Landschaft und fahr rauf in die Hügel. Man kann seit Jahren hier leben und trotzdem immer noch was Neues entdecken. Fraß also nicht einfach nur von A nach B, sondern geh das ganze Alphabet durch. Mach ich. Sonst alles gut? Ja klar, ich wollte nur sicher gehen, dass der Wagen keine Zicken macht. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Entspann dich und sieh dich um. So, 9000 gibt das immerhin, hm? Will die Kohle gewinnen? Weil das du pappst. So. Ich möchte mich doch nicht überholen jetzt hier. Was ist denn hier los? So. Runde 2 von 3.
Aber jetzt super. Die haben sich irgendwo festgefahren. So. Der Abstand wächst und wächst und wächst. Wir sind mittlerweile einen halben Kilometer Vorsprung. Gut, dass wir ja alles umfahren können, dann tut es auch nicht weh. So, und sieht so aus, als würden wir das Rennen jetzt kurz mal gewinnen. So, das ist doch sogar schon. Das hätte das Feld jetzt überrunden können. Unser Vorsprung war über einen Kilometer, aber eine Runde mehr hätten wir es geschafft. Hätten wir sie überrundet. Aber wir holen jetzt die Kohle, volle Kohle. So, 9.700 Dollar auf unser Konto. Sehr schön. So, dann gucken wir nochmal wegen dem zweiten Rennen. Ob wir nicht noch eins haben irgendwo. Da oben ist noch eins. Das gibt nochmal 11.000. Sehr schön. Nehmen wir das doch mit. Ich fahre mal ein paar Rennen. Umso besser können wir nicht, oder schneller können wir unseren Wagen nämlich weiter aufbauen. Zumindest was die Leistungsupgrades betreffen. Und dann hätte ich auch mal eine neue Schürze und einen neuen Hexboiler kaufen. So, warte mal, wo ist das Rennen? Das ist hier vorne irgendwo. Da ist es. Da, machen wir das mit. Das Renngeländer. So. So, da trocken wir noch das Ding hier. Ich bin schon länger als das Rennen davor. Und nur zwei. Ups, ein bisschen zu weit raus. Konzentrieren, gerade ein bisschen weniger quatschen. Die Alte mir direkt an der Backe hängt.
So, eine Runde haben wir noch. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Abstand rausgeholt. Sehr schön, jetzt sind wir ein bisschen weggekommen. Letzte Runde. Da bin ich vielleicht zu schnell. Na gut, da bin ich schon wieder 400 Meter. Tut nicht weiter weh. Wenn wir auch noch Nachtrennen fahren müssen, ist klar. Da kriegen wir nämlich Erfahrungspunkte für. Hier gibt es nur die Kohle. Und nochmal 11.000. So, sehr schön. Haben wir das auch erledigt? Da war noch irgendwo ein Rennen. Was ist da hinten? Kann ich eine schnelle Reise machen? Ja, kann ich. Sehr schön. Dann gehen wir da hinten mal. Gehen wir mal kurz ein bisschen wieder tunen. Gefällt dir der Showdown? Genießt du den ganzen Zirkus? Ich hatte mehr Zuckerwatte erwartet. Okay, da können wir gar nichts dran tun mit ihm. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen. Das Schöne. Yeah, Latinium. Doch schon ein bisschen was nach Auto aus. So, dann gehen wir mal noch einen Tag Rennen machen. Jetzt wollen wir ihn machen, das eine Rennen, und dann machen wir mal Feierabend. Denn? Dann gehen wir da eine Schnellreise machen. Ja, schnell zu diesem Ort und dann kann man mich zu einem Rennen fahren. Das ist nämlich deutlich kürzer, als wenn ich heiz. Hin und her hüpfe.
So, dann fahren wir das Rennen da oben noch. Wie gesagt, dann machen wir Feierabend danach. Ein weiteres Rundkursrennen. Wie viel gibt das denn? 8000. Okay, dann haben wir 9000 auf dem Konto. Würde noch nicht reichen, um weiter zu tunen. Wir brauchen 130 als Leistungsstufe. So. Wir setzen uns wieder ein bisschen ab. Das ist schon Runde 2 gewesen. Also die Strecke ist verdammt kurz. So, letzte Runde. So. Mal können wir doch eigentlich jetzt mittlerweile mit 130 auf das Ding nachfahren, oder nicht? 140 brauche ich, okay. 133 haben wir. Ehrlich, shit. Jetzt haben wir 16.000 auf dem Konto, das ist immerhin gut. Ach stimmt, wir haben ja den Faktor da noch. Haben wir denn noch eins? Haben wir denn noch überhaupt eins irgendwo gerade griffbereit? Oder sind die alle wieder so weit oben? Kein Rennen. Das ist halt blöd. Ich kein Rennen mehr habe. Ich hab keine Tagrennen mehr. Nee, ist ja scheiße so. Gut, da müssen wir nochmal die Garage. Da müssen wir gucken, ob wir da nochmal tunen können. Ein bisschen Leistung reinpacken, damit wir dann hochsteigen in der Stufe. Dann müssen wir tatsächlich doch noch Nachtrennen fahren. Ach, na gut. Ist ja mein kleines. Da ist es. Ja, die ist ja blöd. Naja, er ist noch ganz. Okay, dann gucken wir mal, was haben wir jetzt am Motor. Jetzt mal bewerten wir den Steigen plus 1. Nicht das einbauen, das auch plus 1. Scheiße. Steigen.
Okay, dann setzen wir dafür einen neuen Dings ein. Da will ich jetzt nochmal einen Rennen fahren, dann hatte ich eine neue Kurbelwelle drin. Cool, meine neue Kurbelwelle wäre ich hoch genug. Das heißt, ich müsste, glaube ich, nochmal ein Rennen fahren. Tag. Ich muss auch nochmal ein altes Rennen fahren, wenn das geht. Und wenn ich auch nochmal Geld hole. Dann hätten wir 143, dann wären wir genau auf der Höhe, wären wir höher. Was ist hier? Ein Autohändler, okay. Gut zu wissen, dass das Autohändler sind. Sind hier und die müssen theoretisch hier hin. Okay, dann gehe ich da hoch hin zu der schnell mit der Schnellreise, damit wir weiterkommen in der nächsten Folge. Na komm, machen wir doch zum Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.